brauche Eye-Stalk Seed, Seacrown Seed, Fungal Sample, Ghostweed Seed und ein Baldbush Sample. Ich sehe überhaupt nichts, aber egal. Eye-Stalk Plants nehmen und weg hier. Warum ich irgendwas aus dem tiefen, dunklen Nichts auffressen kann. Etching Enzymes. Einfach alles zusammenschmeißen, schön durchrühren und dann haben wir sie doch. Gut, gehen wir wieder back rein und gucken mal, wie es da weitergeht. Du solltest nicht hier sein, hier ist kein Wasser. Flieg am besten mal wieder raus. Haben wir noch ein paar Iron Cubes. Wir brauchen ja auch welche, wenn wir die Iron Power Cells oder Batteries machen wollen, dass alles länger hält. Also ich gehe mal davon aus, dass die besser sind als normale Batterien. Klang zumindest nach der Beschreibung so. Ansonsten wäre es ziemlich useless. Und dann schauen wir mal, wo es hier weitergeht. Ich weiß auch gar nicht, ob ich überhaupt mit dem Prawn Suit hier hingehen soll. Was haben wir denn hier? Sehr helles Wasser. Da oben kommen wir nicht hin anscheinend. Ja gut, dann... hi. Are you here to play? Others came here once. They built these walls. They played alone. They bored me. Now they're gone. And instead, we have you. We are curious whether you swim with the current or fight against it as they did. Was ein fettes Vieh. Zum Glück ist es halbwegs intelligent. Ich weiß nicht, was du mit Spielen meinst, aber okay. Immerhin scheint das Vieh mich nicht bisher angreifen zu wollen. Ist auch noch ein bisschen größer als die Sea Dragons draußen. Aber sieht fast genauso aus. Detecting unusually passive behavioral patterns in nearby predators. Reason unknown. Unlike other alien facilities, scans indicate this location supports a diverse and healthy ecosystem. Explanation unclear at this time. Okay. Also die ganzen Predator hier sind sehr pazifistisch gestimmt. Environment scans indicate the water here is rich with a rare plankton-like life form, which depends on the organic detritus produced by the ecosystem around it. Ah, hier haben wir auch noch Eier. Sea Emperor Eggs. Was ist das hier? Incubator. Okay. Braucht mal eben ein bisschen Luft hier. Du siehst irgendwie aus, als würdest du was sagen wollen, aber du sagst nichts. Third Iron Cube. Freedom, but they could not hear me. If you help us, I will give you freely what the others tried in vain to take. Okay, das heißt, du willst, dass ich hier deine Younglings hatche. Search Hatching Enzyme. Aber ich habe doch keine Ahnung, was das ist. Macht das Facegate frei. Aquarium Arc. Third Iron Cube. Schade, habe ich nicht mehr. Ich muss einmal kurz zurück. Ich komme gleich wieder. Ich habe neue Blueprints. Water Filtration System. Ja, ja. Power. Thermal Plant. Auch schon alles. Okay, das sind nicht die Blueprints, nach denen ich suche. Braucht die Hatching Enzymes. Sind hier noch Iron Cubes oben im Storage drin? Ich komme da nicht dran. Prawn Suit. Mach ich mal kleiner. Geht doch. Dankeschön. Ja, guck mal. Hier sind doch ganz viele drin. Ich weiß nicht, ob ich mit dem Ding da reinspringen sollte, aber ich weiß nicht, ob ich das wieder rauskriege. So, aktivieren wir das Facegate hier.
Bitte schön. With the passage you have opened, my young can leave this place. But first they must feel the time is right and break free of their shells. This is what the others could not force from me. To you, I give the secret willingly. Etching enzymes. Wo sind die jetzt drunter aufgelistet? Ah, ganz oben. Brauche Eistock Seed, Sea Crown Seed, Fungal Sample, Ghostweed Seed und ein Baldbush Sample. Okay. Die Ghostweed Seeds, die habe ich schon mal gesehen, das weiß ich. Die anderen bestimmt auch. Also diese Eistock Seeds habe ich auch schon mal irgendwo gesehen. Baldbush kennt man, glaube ich, auch. Haben wir auch schon mal irgendwo gesehen. Die anderen beiden wüsste ich jetzt spontan nicht. Haben wir davon irgendwas hier? Das ist ja nicht so ein Baldbush, oder? Nee, das ist so eine Brain Coral. Nee, das ist ein Stalker. Was ist das hier zum Beispiel? Spotted Dogleaf. Glaube ich keins von denen, die wir brauchten, oder? Nein. The plant life in this area is growing outside its normal conditions. Other life forms fertilizing and pruning the vegetation may be offsetting this environmental deficit. Sea Crown, das ist doch was. Das brauchen wir. Was haben wir hier für einen? Oculus. Okay, wird einfach mal gescannt. Haben wir hier sonst noch irgendwas? Gabe's Feather. Violet Blue. Okay. Also, meine Vermutung. Da wir ja 5 Ingredients haben, eine gerade hier gefunden habe, und wir da draußen 4 Seagates, Facegates, whatever haben, gehe ich mal davon aus, dass wir in jedem Facegate ein weiteres Material finden, an der entsprechenden Location. Das fünfte ist eben aus dem Keller von der guten Sea Emperor hier. Und ja, lasst mal gucken, ob sich meine Theorie bestätigt. Wir können erstmal wieder ein paar Iron Cubes farmen. Sei ja auch, wenn wir jetzt alle Facegates aktiviert haben, brauchen wir die ja für unsere Iron Batteries oder Iron Power Cells auch. Der komische Rochen ist immer noch hier drin. Ja, ich lasse den Brown Suit erstmal hier. Vielleicht ein bisschen gefährlich, aber bin ja ein bisschen mobiler so. Dann fangen wir hier mal an. Ich glaube, das war das, was uns zum Lost River geführt hat, oder? Ja. Mal gucken, was wir genau brauchen. Ich würde jetzt spontan sagen, dass wir hier Ghostweed Seeds herbekommen. Ich glaube, die waren im Lost River, oder? Stein. Nickel. Oh, aua! Komische giftige Zeug da. Oh shit, das ist ein... Das ist ein Ghost Leviathan. Den habe ich ja jetzt eigentlich keinen Bock, aber da vorne ist das Ghostweed. Mal ganz schnell. Zack und weg hier. Bevor der uns bemerkt. Da läuft es einem schon wieder kalt den Rücken runter. Ich hasse diese Viecher. Vor allem, wenn ich so ungeschützt einfach so durch die Gegend schwimme. Zack, ab ins Portal. Und damit hätten wir schon mal 2 von 5 Ingredients für die Hatching Enzymes. Und direkt wieder die Iron Cubes farmen. Also ich gehe mal nicht davon aus, dass wir unser ganzes Equipment mit dem Zeug ersetzt werden. Aber wer weiß. Vielleicht ja doch noch. Wir müssen ja auch immer noch die Rakete bauen. Wenn wir vom Planeten entkommen wollen. Und vielleicht ist es nicht schlecht für die auch ein bisschen Iron Power zu haben. Dann auch vor allem für unser Equipment. Je nachdem wie viel wir da farmen müssen. So, auf ins nächste Facegate. Also ich gehe mal sehr stark davon aus, dass wir die Fungal Sample von dem Fungal Forester bekommen. Wird hier auf jeden Fall Sinn ergeben. Das war aber, glaube ich, auf der anderen Seite. Vielleicht bekommen wir die aber auch von hier. Hier wachsen ja auch sehr viele Pilze. Wo kommen wir hier denn raus? Ein bisschen Angst, weil ich sehe hier nichts. Okay, da unten ist so ein Busch. Ich sehe überhaupt nichts. Aber egal, Ice Dog Plants. Nehmen und weg hier. Warum ich irgendwas aus dem tiefen, dunklen Nichts auffressen kann. Das ist schon ein bisschen creepy, ja? Wenn man überhaupt keine Ahnung hat, wo man ist. Aber wir haben unseren Sample. 3 von 5. Fehlen nur noch 2. Direkt wieder Iron Cubes warm. Ich glaube, bald haben wir auch genug davon. So, Facegate 3. War das das, was uns in den Fungal Forest gebracht hat? Ich glaube schon. Ja, das müsste es gewesen sein. Hier weiß ich immerhin, dass hier keine gefährlichen Viecher sind. Ist das hier, was ich brauche? Oh, tatsächlich.
Green Mushroom. Können wir auch noch skinnen. So, das letzte, was uns dann fehlt, ist dieser Bulbo-Busch oder sowas. Was war das? Bulb-Busch-Sample. Den kriegen wir auch noch. Auf ins letzte Phase-Gate. Und dann können wir die Enzymes im Cyclops herstellen. Und dann wieder zurück da rein und dem Sea Emperor seine Babys züchten lassen da. Oder wie man es auch immer nennt. Was zur Hölle ist das hier? Ihr habt da etwas verbaut. Im Sand eingesunken. Wir sind hier auch 300 Meter tief. Das ist auf keinen Fall eine Insel, auf der wir hier sind. Ich denke mal, die Predators da draußen sind nicht calm. Ja, hier, das ist das Gebiet mit den Electrical Eels. Da können wir einfach hier eins von nehmen und direkt wieder rein. Dann brauchen wir uns damit auch nicht beschäftigen. Jetzt können wir noch ein letztes Mal die Iron Cubes bohren. Sonst sollten wir auch mehr als genug haben. Dann ab zum Cyclops. Können wir auch direkt nochmal Essen und Wasser auffüllen. Dann haben wir die Enzymes. Der Sea Dragon hat unseren Cyclops ein wenig weggeschoben. Aber das macht nichts. Hatching Enzymes. Einfach alles zusammenschmeißen, schön durchrühren und dann haben wir sie doch. Und natürlich gilt es wie immer. Not only stay hydrated in-game, but also in real life. Und damit Prost. Haben wir noch irgendwas zum Vorlesen? Advanced Theories. Hatching Enzymes. The Emperor's specimens, eggs, are attached to some form of incubator. In a normal life cycle, it seems likely that sea emperors would have buried their eggs in shallower waters where different organic materials in the soil would have triggered a hatching response. The incubator suggests the aliens had resorted to developing artificial hatching enzymes which would simulate the egg's natural hatching environment, but were unable to discover the formula. With extensive information on the sea emperors themselves, it may still be possible to fabricate an artificial hatching enzyme using indigenous ingredients. However, the only surviving source of that information may be the sea emperor itself. Ja, der hat uns das ja auch gegeben. The sea emperor's eggs. First, shell. Uncommonly strong shell lining, organic growth on the exterior suggests these eggs may be hundreds of or thousands of years old. Second, alien tubes. Alien devices penetrate the outer shell layer, likely designed to supply them with nutrients and to isolate them from the surrounding environment. Okay, was war das? Third, amniotic sac. Like many eggs on 4546b, these do not contain a nutrient supply which is slowly exhausted by the embryo. Instead, they exist in a form of natural stasis awaiting appropriate hatching conditions. Fourth, fetal organism. There's a high genetic match between these organisms and the leviathan in the vicinity. They appear to be stable and healthy. It is likely that the ideal hatching conditions for the eggs vary considerably from ideal survival conditions for the parent. The Sea Emperor's life cycle. Available biological data has been used to synthesize the effects of the alien bacterium on the sea emperor's natural life cycle. This creature likely lived and moved in small herds around the planet's ocean trenches, coming to the surface to feed off the huge volumes of microorganisms in the shallow waters. Family size would be strictly limited by available food supply. Offspring would likely split off at young age to form their own herds elsewhere. Given their sparse population, mating and egg laying was likely infrequent, perhaps a once-in-a-lifetime event. The species likely had a preferred environment for egg laying. In fact, successful hatching may depend on such conditions. Given the rarity of this event, it is impossible to calculate those conditions precisely. There is no evidence to support the assumption that all members of the species were immune from the alien bacterium. Even if this is so, there is evidence that introduction of the bacterium decimated life on the planet, and this would have had catastrophic effects on the Emperor's food supply and survival rate. Was passiert hier draußen? The symbiotic relationship between the specimen and other life forms likely developed as a direct result of the bacterial infection.
Those life forms which learned to keep the Emperor alive survived with its help. This may explain the vast tracts of lifeless ocean in a rough perimeter around the Emperor's location. Werde ich hier weiter durch die Gegend geschoben oder was? Oder ich wurde zurückgeschoben oder keine Ahnung. Das Vieh will auch die Viecher da am Dings sich krallen. Nee, aber kommt da nicht richtig dran. Naja, gut. Gehen wir wieder raus und hatchen diese schönen Eggs. Auf das Leben auf dem Planeten zurückkehrt oder so. Oh Gott, ey. Das Zirrit hier macht immer so einen Aufstand, wenn man gerade angelaufen kommt. Franzhüt kann jetzt erstmal da stehen bleiben, den brauche ich gerade nicht. Und ab geht's ins Wasser. Die Emperor wartet schon. Müsste es nicht eigentlich auch eine Sea Empress sein? Sie ist ja offensichtlich weiblich. Incubator, insert hatching enzymes. Na, bitteschön. Die schlüpfen! Sea Emperor Juvenile. Ja, ich weiß nicht, ob die jugendlich sind, aber okay, nehmen wir es mal so hin. Fünf Stück, alle leben. Ich habe sie freigelassen und jetzt? So cute. My young are swimming for the shallows. I thank you. Their freedom is my end. What will it be like, I wonder, to go to sleep and never wake up? Perhaps next we meet, I will be an ocean current, carrying seas to a new land. Or a creature so small, it sees the gaps between the grains of sand. Farewell, friend. Oh, sie stirbt. Sie hat auch lange genug gelebt, nur um ihre Jünglinge hatchen zu sehen. Ich muss aber erstmal ein bisschen Sauerstoff holen. Und so trinke ich gleich.